Aber wir leben heute hier, wir müssen mit denen hier mit aushalten auch teilweise. Der, was machen wir da? Der Uhu und der Pelikan. Es schaute einst ein Pelikan an einem tiefen Teiche sein Spiegelbild im Wasser an, ob sie ihm auch wirklich gleiche. Und als er zu ins Wasser sah, er wollte sich gerade bücken, er blickte auf einmal was? Spiegelbild? Dahinter seinem Rücken. Erschrocken drehte er sich um, da stand ein großer Uhu, der spreizte seine Flügel aus und schrie, Juhu, Juhuhu. Du spinnst wohl, rief der Pelikan, lass mich im Frieden leben, sonst muss ich dir, so leid mir es tut, ganz furchtbar in die Kleben. Der Uhu sprach zum Pelikan, da ist mir gar nicht bange, denn war's ein dummer Pelikan, das kann ich auch schon lange. Gleichzeitig zogen beide aus, dann klebten sie sich eine, die Federn flogen durch die Luft, es zitterten die Beine. Die Schmerzen gingen bald vorbei, doch eines, das war schlimmer, sie klebten aneinander dran, für ewig und für immer. Ja, so Uhus und so Pelikan soll es ja auch in Gundelfing und in Gundremmingen und überhaupt in der ganzen Gegend hier oder auf der ganzen Welt sehr viele geben. Man mag sich nicht und doch muss man halt miteinander leben. In diesem Sinne, haltet durch und schaut, dass die anderen auch noch ein bisschen überzeugen können für die guten Seiten, die das Leben bieten kann. Und nicht nur hinterm Geld her sei und die Ellenbogen ausfahren. Aber die Gefahr ist natürlich groß, dass sich die Gesellschaft immer mehr in diese Richtung entwickelt und haben sie jetzt mitgekriegt mit einigen neuen Präsidenten, die da sogar gewählt worden sind. Das läuft als, also da braucht man Leute, die Widerstand leisten und in diesem Sinne alles Gute, viel Kraft und viel Mut und durchhalten bis zum glücklichen Ende. Danke.